Und einmal Testaufbau muss man natürlich auch machen. Teppich rein, es sieht gleich viel schöner aus. Sieht gleich aus wie zu Hause. Jetzt muss ich irgendwie diese Teile hier noch versuchen rauszumachen. Jetzt muss ich mal überlegen. Die Batterie. Herzlich willkommen. Ah, herzlich willkommen. Die Batterie leuchtet hier. Warte mal. Genau. Und zwar hast du den ja im Stand rausgefahren, merke ich. Ja. Jetzt machen wir einmal einen Gasstoß. Ach so. Erstmal muss die Ladegeschichte angehen. Oh, ist auch. Jetzt ist er. Ja, jetzt ist er aus. Er ist aus. Er ist aus. Abgewürgt. Auf jeden Fall. Ich hatte noch einen Gang drin. Ja, auch das noch. Also, du willst ja hier ein bisschen rumwerkeln. Ich habe ein paar andere Sachen zu tun, aber Katharina macht mit euch mal so ein paar Sachen, was sie so auf dem Zettel hat. Was ich jetzt schon so sehe, wenn wir hier so stehen, steht es schräg, ne? Das ist ein Problem, ne? Man müsste sich nochmal so irgendwie Möglichkeiten. Wir wollen ja erstmal unsere Möbel. Ja, genau. Du machst mal Möbel und wir haben auch noch ein bisschen Innenausstattung und ein bisschen, weiß ich auch noch nicht. Doch, kann in dieser Folge auch passieren. Also, du machst mal erstmal, du machst deinen Stiefel, ich mach meinen Stiefel und dann wünschen wir euch viel Spaß bei dem Video. So, da mich das stört, dass in der Werkstatt, wenn das Wohnmobil, der Camper drinne steht, alle möglichen Kartons hier durch die Gegend fliegen, habe ich mal so gedacht, wir fangen mal an, das auszupacken und einmal so zu verstauen. Das hier sind, glaube ich, die Campingstühle. Das ist der Campingtisch, wie man sehen kann. Und dann sind die nämlich schon mal verstaut. Und einmal Testaufbau muss man natürlich auch machen. Soll ja auch schnell gehen, ne? Nachdem wir jetzt hier schon die Lampen angebaut haben, dass wir draußen sitzen können. Von daher fange ich da mal mit an. Mal gucken, wie schnell ich bin. Das sind ja geile Stühle. Perfekt für den Tisch. So gefällt mir das. Und jetzt können wir Schnaggi beim Arbeiten zugucken. Herrlich. Und das Aufbauen, da musst du jetzt einmal nachgucken, damit ich alles richtig mache. Aber es ist mega gut beschrieben. Man hat hier so eine Nuppis hier, wo man das einhakt. Hier hat man noch so ein Netz. Hier sind auch so Nuppis, wo das eingehakt wird sozusagen, die Platte, damit sie nicht hin und her tützelt. Also das muss ich sagen, finde ich cool, gefällt mir. Uns war es wichtig, dass da genug Platz ist, ne? Also jetzt haben wir ja für zwei sowieso, aber wenn man dann doch mal zu viert sitzt oder so, dass man da genügend Platz hat. Aber diese Stühle sind mega cool. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben die so komische Füße hier, die bewegen, kann man auch so bewegen. Ich kenne mich ja mit Camping,
Möbel nicht so gut aus. Aber da haben wir schon was Cooles gekauft. Also das gefällt mir gut. Und man kann es halt zügig eintüten und wieder austüten. Außerdem finde ich, das Ding sieht schon schön aus und schwarz-grau. Gefällt mir. Finde ich sehr gut. So, jetzt überlege ich mal. Wir werden jetzt gleich noch einmal, da vorne seht ihr so einen kleinen Pappkarton. Da ist die Fußmatte, die werden wir noch mal austauschen. Und was uns ganz wichtig ist, also ist bestimmt für jeden wichtig, ich habe so das Gefühl, es riecht so ein bisschen, wenn man reinkommt. Da werden wir jetzt gleich, wir haben hier nämlich noch, noch ein paar Sachen und vor allem hier eine Toilette mit Sitz. Das werden wir in diesem Video auch noch tauschen. Ich versuche es jedenfalls mal. Mal gucken, ob es funktioniert. So, jetzt muss der Chef noch mal Probe sitzen. Kravum. Das ist gut. Die sind cool, ne? Vor allen Dingen ist es, man kennt es ja mal, diese Angelstühle, dann hast du hier, kannst du da was reinmachen, aber da sitzt du ja gefühlt so und kannst ja nicht am Tisch, ne? Und du willst dir ja deinen Nacken schmecken lassen. Das ist gut. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, all das, was hier jetzt ist, oh nein. Ich habe es zugemacht, wir müssen es mal aufmachen. Muss alles da in diese Luke rein. Das, ne? Versuche ich mal. Ja, wir haben nämlich, das ist unser Grundproblem, wir haben ja nicht so viel Platz. Es ist ja nun mal kein Riesencamper. Und alles, was wir haben, muss in diese Luke rein. Ne? Die Idee von einem Vorzelt muss auch in diese Luke rein. Alles muss immer da rein. Ne? Und deswegen möglichst faltbar, möglichst leicht. Wir wollen ja nicht glamourös, wir wollen praktisch und fertig. Obwohl, einen Glamping-Campingstuhl habe ich noch gekauft. Wir haben ja auch noch hier, dann haben wir auch noch Überdach. Ne, wenn es regnet. Nee, da soll ja, irgendwann soll ja ein Dings hin, hier ist ein Zelt. Ja, alles gut. Also. Aber für unsere erste Campingtour reicht uns das vollkommen. Wir brauchen Tisch, wir brauchen Dings. Aber man merkt jetzt schon, wir haben nicht mal richtig Sonne und es blendet, ne? Der Tisch blendet. Ja, ja, aber da machen wir eine Tischdecke drauf. Da machen wir eine Decke drauf, genau. Aber sie ist, ich habe schon gesagt, sie ist einfach total cool. Da sind so Nubis, die sind da zum Festmachen. Ja. Es ist einfach aufzubauen, schnell aufzubauen. Ja. Aber ich habe jetzt einmal auf die Bedienungsanleitung geguckt, damit ich es gleich richtig mache. Aber was wir wichtig fanden, habe ich schon gesagt, dass es halt für mehr wie für zwei Personen ist, dass man da halt zu viert auch dran sitzen kann. Ja. Und stabil, nicht dass es umfällt. Aber die Stühle finde ich mega bequem. Ja, das ist schon alles gut. Wenn also irgendein Campingausstatter noch mehr kann und besser kann, soll er uns das zuschicken. Das habe ich keine Probleme mit. Nee, aber das ist alles gut. Muss das halt nur noch da rein, gucken, ob das passt. Das ist so das Wichtigste. Tischdecke ist echt wichtig. Ich merke das richtig, wie das in den Augen beißt. Ja, ja. Das ist wirklich diffus. Muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein absoluter Ist anstrengend. Minuspunkt. Ist, ne? Also du musst eine Decke haben. Und wenn oder ein Zelt drüber oder irgendwie so. Ja gut, so. Wenn du ein Vorzelt hast, ist es Nummer was anderes. Also, aber so ist es anstrengend, da so, kriegst du Kopfschmerzen. Echt, das ist wie Silo abdecken. Plane, weiße Plane, kriegst die Krise. Aber cool. Ah, und wie er hier schon so auf dem Rasen steht, ne? Es wird gut. Ich glaube, es wird gut. Herrlich. So, ich muss arbeiten. Schnell gemacht. Einmal ausgefegt, Teppich rein. Es sieht gleich viel schöner aus. Sieht gleich aus wie zu Hause. Ich liebe Teppich. Ich finde das richtig schön. Sieht schön aus. Gefällt mir. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das muss auf, damit wir diese komische Toilette da rauskriegen. Jetzt muss ich erst mal gucken. Es sind so viele Schlüssel da dran. Es war gar nicht so einfach. Oh, das hat ja gut geklappt. So, das runter. Irgendwas noch dazwischen.
Das geht noch nicht so gleich. Da muss ich erst mal gucken. So. Jetzt hatte ich das Problem, dass hier hinten dieser Nupsi ein bisschen schräg hier also dagegen gekommen ist. Da muss man das nochmal richtig oben zumachen. Und dann drückt man das hier unten einmal runter und zieht es raus. So, jetzt packe ich euch mal wieder hier zur Seite. Nicht, dass mir das hier jetzt runterfällt. Wofür das ist, weiß ich nicht. Jetzt machen wir das hier auch noch einmal sauber. Ich glaube, das muss da drinnen bleiben. Dann können wir das einmal vollfüllen mit Wasser und so einem komischen Zersetzungstab und dann können wir das wieder einsetzen. So, ich habe euch mal mit auf Toilette genommen. Wird nicht so oft vorkommen. Ne, da sieht man mal, da müssen wir noch sauber machen. Ich habe mir jetzt hier Werkzeug geholt, weil wir wollen ja jetzt einmal hier den Toilettendeckel abdingsen. Und ich glaube, ich muss das hier rausziehen, diese hier. Sicher bin ich mir nicht. Ich teste das mal, was ich da machen muss. Gucken. Ich glaube nur so hoch ziehen, glaube ich, ist nicht richtig. Ich probiere es mal aus. So. So, hier, wie man sehen kann, sind die Dinger da dran. Jetzt muss ich irgendwie diese Teile hier noch versuchen rauszumachen. Jetzt muss ich mal überlegen. Da ist ja so ein Nupsi dran, damit die da einrasten. Aber jetzt kann ich halt mit der Zange da rein. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ich probiere es mal. War ja einfacher wie gedacht. Jetzt machen wir das hier auch noch mal rundherum sauber. Das ist ja hier für auf und zu, hier für dieses Ding dann später. Dann drehe ich es mal und dann geht das auf und zu. Bin ich mal gespannt. Erstmal sauber machen, dann wieder alles einbauen und dann machen wir mal einen Testlauf. So, das ist sauber. Das habe ich jetzt noch mal auseinandergebaut. Hier ist die Elektrik drin. Da kommt Axel nachher nochmal vorbei. Und dann machen wir einmal einen Probelauf, weil da habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Jetzt machen wir natürlich noch den Toilettendeckel drauf. Und das wird ja, denke ich mal, ganz einfach sein. Das macht man am Stöber bestimmt hier nur rauf und klickt das so runter. So. Das sieht gut aus. So eine frische Toilette ist ja gleich viel schöner, ne? Den Punkt haben wir auch abgearbeitet. Hier kommen wir nochmal ein anderes Mal zu. Die Farbe haben wir schon besorgt. Da muss ich mir nochmal ein bisschen was abmachen. Dann bauen wir auch gleichzeitig unseren neuen Duschkopf an, der hier oben denn ist. Oder beziehungsweise hier. Hier ist er dann natürlich normalerweise.
Ja. Dann haben wir das erstmal gemacht, damit wir einen Probelauf machen können. Werde ich jetzt einmal 3 Liter Wasser und dann, wir haben hier so eine, gibt hier auch extra Toilettenpapier zum leichter zersetzen in dieser Toilette. Und dann kommt hier so ein komisches Aqua, Queen, Blue, was auch immer, Originalzeug, Chemokram dazu, damit es dann alles zersetzt wird. Das packen wir da gleich noch rein. Genau. Achso, wir haben hier noch so eine kleine süße Toilettenbürste. Ne? Ich weiß nicht, ob man die braucht. Müssen wir mal gucken, wo wir die... Ich glaube, hier kann man die vielleicht anbauen oder so. Muss ich noch mal überlegen, wo wir die hinbauen. Aber jetzt erstmal Wasser auffüllen. Das wird schon klappen. Achso, ich muss hier den Schnödel hier... Schnösel muss eingeklappt werden. Schnödel muss eingeschnudelt werden. So. Und dann kommt er da rein. Zack. So. Das sieht schon mal gut aus. Ja, wie neu. So, und jetzt gucken wir mal drinnen, ob wir spülen können. Aber hier ist es doch. Meine lieben Freunde der Toilettenliga. Oh, wenn man hier vor, wenn man einem schlecht ist. Oh, das haben wir nicht. Du solltest, haben wir doch im Video gelernt. So, also, du sollst immer erst aufmachen, dann sollst du dein Geschäft machen und dann ist hier Push. So, und das funktioniert ganz normal. Oh, das ist aber ein Feinstrudel, du. Ja, ne? Das läuft. Saugt das so weg. So, das hat damit also nichts zu kriegen. Aber wir können ja nicht in das Wasser denn. Da können wir kein Mittel reinmachen. Mitteltechnisch rein. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja alles gut. So. Und dann wieder zumachen. Fertig. Das heißt also hier, es war ein Relais, was auch immer das Relais kann. Das hat bestimmt damit zu tun. Dann kannst du das hier wieder reinmachen. Wieder? Das habe ich da rausgemacht. Oh. Das ist Toilettenpapier. Ja, ist mir schon klar. Aber da muss man aber davon verbrauchen. Ja, ja, wir müssen davon erstmal verbrauchen, weil die ist schon ordentlich. So. Aber das ist ja Toilettenpapier, was sich besser zersetzen lässt. Ja, das ist soft und unser Chemie. Aber wie gesagt, open the door. Oh, da kommt schon Wasser. Open the ganze Ding. Passt. Und das kommt dann hier übrigens. Da ist unser Frischwassertank. Da ist jetzt nicht mehr so viel drin, aber... Also hier hat man das nur gesehen. Jetzt ist es hier unten. Ja, von da kommt unser Wasser. Funktioniert alles richtig gut. Schön. Ich bin schwer begeistert. Ich freue mich. Kann denn auch dieses... Oder geht es kaputt, wenn man das als Fahrersitz nimmt? Nee, stramm. Ist gut. Das habe ich gut eingebaut. Jetzt habe ich schon gesagt, jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen abkratzen und pinseln. Genau, das ist in einem der nächsten Videos. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Hast du den Leuten, wie viel hast du denn, was hast du denn alles so erzählt? Warte mal, wir gucken mal. 21, oh Gott, das ist ja reichlich. Das ist doch top. Ja, hier haben wir aufgebaut. Wir bauen jetzt noch mal schnell ab und schieben das hinten rein. Guck mal, das, dann habt ihr das gesehen. Ja, das mit dem Tab ist klar, ne? Wenn wir jetzt also losfahren, das hält für 5 Tage. Das heißt also, du schmeißt das Ding da rein. Bevor wir losfahren. Wir machen jetzt das Wasser, was da drin ist. Das ist ja auch Frischwasser. Das kippen wir aus, weil wir nicht wissen, wie viel. Dann kippst du da 3 Liter rein. Dann sind da 3 Liter drin. Und wenn wir losfahren, schmeißen wir diesen Tab da rein und haben alles. So, und dann schmeißen wir den Tab da rein, wenn wir losfahren. Ja, und wenn wir dann durch sind mit der Tour, dann ist alles wieder gut. Dann müssen wir nochmal einmal... unseren Frischwasserbehälter, den würde ich gerne mal einmal, ich glaube, wir können den drüben, ist ein Hahn draußen, können wir ablassen. Und dann lassen wir einmal das Frischwasser nochmal ab und spülen nochmal einmal den Abwasserbehälter durch, dass das alles nochmal sauber ist und ob die Hähne alle funktionieren, dass man das auch ablassen kann. Nicht, dass wir da jetzt nachher, keine Ahnung, 20 Liter hier vom Waschen und so Wasser haben und das kommt dann ab da rein und es muss ja einmal dicht sein, das müssen wir prüfen. Und dann müssen wir prüfen, ob der Hahn auch aufgeht, dass wir das Wasser auch wieder loswerden, das Abwasser. So, das müssen wir noch mal einmal machen. Und dann Wasser, Abwasser haben wir. Den Hahn habe ich hier schon mal getestet. Da haben wir aber auch noch mal einmal neue Schlauch, ne, damit das noch mal ein bisschen wieder schick ja, ist. Ja, da ist ja auch so ein Teil dabei. Ja, hier. Dass dieses Ding. Zwar ist ein bisschen kleiner, aber es könnte sein, dass es dafür auch passt. Also eigentlich war es dafür gedacht. Eigentlich soll der dafür sein. Da müssen wir mal gucken, wie man da unten überhaupt rankommt. Hier ist ja noch eine Klappe, habe ich die noch nie gesehen. Hier. Ach Gott, oh Gott. Ja, wir haben hier noch Toilettenpapier und Mast und Hygienereiniger, Spray, ja. Also... Aber das habe ich ja gar nicht gesehen. Da ist ja auch noch ein Schrank. Ja, klar. Da muss man eben gucken, wie man überhaupt...
hier hinten reingucken kann man hier ja grob, wo der Wasserhahn angeflanscht ist. Das müssen wir noch mal rausfinden. Ach, hier war mal, weißt du was, hier war mal, hier, das Gewinde ist hier noch. Ein Griff. Ah, nee. Da. Das ist mit Magneten, aber das kann ja nie funktioniert haben mit Magneten, weil die gibt keinen Gegenpol für. Naja, das machen wir aber hier muss irgendwie noch mal jemand... Ach, guck mal hier, da, siehst du? Jetzt auf die Schraube raus. Hier war mal so ein kleiner Griff dran. Mhm. Dann kann ich aber wetten, der darf nicht so groß sein, weil sonst kommst du hier reinmarschiert und kommst dagegen und dann geht das kaputt. Und den brauchen wir doch gar nicht, weil kann man ja hier oben machen. Da kommst ja so ran. Also die Schraube kann eigentlich raus. Dann passt es. Naja. Oh, ist gut. Ich finde es gut. Ich bin total begeistert. Sehr schön. Dann haben wir das. Genau. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir im nächsten Video mal irgendwas anderes machen. Was noch so anliegt. Keine Ahnung. Was liegt denn noch so an? Auf was könnt ihr euch denn als nächstes freuen? Waschbecken malen. Genau. Das muss hier vielleicht leicht ein bisschen angeschliffen werden. Dass das ein bisschen schick wird. Und dann, wenn das angeschliffen ist, dann wird es danach einmal mit zwei Komponenten Lack gemalt. Was ist denn hier eigentlich? Ist hier so ein Riegel? Nö, wieso? Er riegelt da oben, ne? Ja, weil hier ist ein Schlitz. Was soll der denn noch? Zum Abschließen, Schätzelein. Ach so, zusätzlich. Also wenn man, ja, ich glaube, wenn man hier drin ist, dann zieht und man. So. Jetzt ist es abgeschließt. Gibt es da auch einen Anzeiger für? Nee. Nö. Als ob er die Titulette immer zu ist, das wüsste ich. Ja, müssen wir mal gucken. Ein paar Kleinigkeiten. Naja, und dann gucken wir mal, ob wir hier schon irgendwie, wir kriegen das, also ich habe noch was bestellt, ob wir da nochmal zeigen, wie wir unser Bett umbauen, weil da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ja, da müssen wir ein paar Kleinigkeiten machen. Und dann kannst du ja jetzt noch im Abspann, zeigst du den Damen und Herren noch, wie es klappt, dass du das da alles da unten reinkriegst. Ja, das werde ich jetzt mal... Das machen wir im Abspann noch und dann ist doch gut. Ne? Dies hier könnten wir noch mal sauber machen und wieder festmachen. Dann ist das auch schon mal weggearbeitet. Das liegt hier ja noch. Das kommt hier runter, ne, für unsere Beleuchtung. Sonst Abzugshaube geht ja auch wie Feuerwehr. Und hier einmal Licht. Und das kann eigentlich einmal sauber gemacht werden. Dann kann das dann wieder unter. Dann sind wir auch die Schrauben los. Dann ist das auch gut. Und dann, ja, glaube ich, haben wir es so ziemlich, ne? Zumindest für diese Folge. Du zeigst im Abspann noch, wie die Möbel da reingehen, ob die da reingehen und ob wir noch Platz haben. Das wissen wir dann selber ja erst, damit ich vielleicht noch so ein Faltpavillon organisieren kann. Irgendwie so. Cool. Dann hoffen wir. Das Video hat euch auch gefallen, wenn genau. Ich das gemacht habe. Ja, ist doch total cool mal. Und wenn es gefallen hat, dann... Gerne ein bisschen Liebe da lassen. Genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank. Tschüss.